Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1 und ich weiß, letzte Folge ist irgendwas schief gelaufen. Ich habe keine Ahnung was, ich hoffe ich krieg das noch hin und wenn nicht, kann ich es leider auch nicht ändern. Ja. Egal, heute ist ja ein besonderer Tag, es ist die 30. Folge, wenn ich total bescheuert bin, da gibt es ja endlich immer eine halbe Stunde, wa? Und ich hatte das letztes Mal vergessen, bei der 25. Folge 10 Minuten länger zu machen. Das heißt, heute mache ich eigentlich 40. Aber da die letzte Folge so verhunzt war und da so ein bisschen was schief gelaufen ist, dachte ich mir, komm, machst du heute mal eine Stunde. Also viel Spaß mit der heutigen 1-stunden-langen Gothic 1 Folge. Wir gehen direkt in den ersten Schacht. Und mutig, warum ich das mache, weiß ich nicht. Renne ich hier runter, aber obwohl hier sind überall Gegner. Hier ist zum Beispiel einer, der überhaupt keinen Plan hat. Schon mal gut, der hängt fest. Das habe ich zum Glück noch aus dem Augenwinkel gesehen. Genau, ich kaputt. Yo. Erstmal zwei, also beziehungsweise Motorrad oder Moped am Leim. Fenster vorbei. You know. So. Oh, es geht ab. Hier geht es nicht weiter. Vielleicht bergen die Nischen hier Hinweise. Okay. Was ist nur Suppe? Ach, jetzt geht der woanders hin. Hier geht's nicht weiter, da rechts. Oh, ein Schalter. Etwas öffnet sich, vermutlich ein Tor. War hier nicht eins? Ach doch, hier war eins. Boah, ich sehe minimal irgendwas. Oh, hier wurde jemand erschlagen, wie es mir scheint. Oh, eine Pergamenthälfte. Say what? Ein Teil eines uralten Pergaments. Das untere Ende scheint abgerissen worden zu sein. Diese Schrift ähnelt den Runen an den Wänden dieser Höhlen sehr. Ja, okay, kann ich anscheinend irgendwie nicht angucken. Vielleicht interessiert den das ja. Ah, ja. Ich habe dieses Stück Pergament hier gefunden. Das sieht aus wie eine orkische Zauberspruchrolle. Aber sie ist mitten durchgerissen. Es muss noch eine andere Hälfte davon geben. Das dachte ich mir schon mal, wenn wir eine Hälfte finden, ist die andere Hälfte nicht weit. Das heißt, die gammelt hier auch noch irgendwo rum. Ach, jetzt läuft er mir sogar wieder hinterher. Ist das jetzt etwa ein Zeichen dafür, dass ich hier raus muss wieder? Ich werde vorher noch ein paar Waldbeeren essen. Achso, ja stimmt, das ist ja dieser komische Ork. So, ich wette mit euch, da hinten ist die nächste. Ja, Mann. Ich hab's gewusst, ey. So wie ich's mir dachte. Ich hatte mir so, boah, ja, zwei Seiten links und rechts. Der eine zieht keine Waffe. Da muss noch einer rumgammeln und ich hatte so recht gehabt. So, und allzu verschwenderisch wollen wir jetzt auch wieder nicht sein. Darum hole ich die Fackel wieder. Okay, links ist schon mal nichts. Vielleicht haben wir ja rechts mehr Glück. Nein, auch nicht. Okay, das ist jetzt. Ich dachte eigentlich, dass jetzt hier noch das Pergamentding ist. Aber es sind... Moment mal. Ne, ich dachte gerade. Das auch am weiten soll es, wenn das dann auch nach oben geht, aber es ist ja Quatsch. Hier geht's ja gar nicht nach oben. Ah, hier geht's ja gar nicht nach oben. Oh, ich will hier hochjumpen. Das heißt, jetzt... Schacht. Oder was auch immer das denn soll. Nummer 2. Ehrlich.
Jetzt nehme ich wieder meine Waffe. Ach, das ist das da unten? Oh. Ja, genau, das ist der Stein da. Den wir gerade gesehen haben. Ist das ja einfach nur so ein Rundgang? Hier scheint es keinen Gegner zu geben. Pfeile. Kampfschwert. Pergamenthälfte. Sehr gut. Auch ein Kruschpuff. Ist das besser als das andere? Das zieht direkt mal 50 ab. Aber 52 ist unser Götterhammer immer noch besser. Moment mal, ich wollte mal gucken. Okay. Ich wollte nur gucken, wie viel kritischen Schaden wir bei zwei Händlern machen. Und dass es immer noch weniger ist als bei einem Händler. Brauchen wir es also nicht auszurüsten. So, wo ist eigentlich Balukor? Hä? Hängt der irgendwo fest? Denke ich ja bald mal. Alter, wo ist der? Hey, geht ab. Ist das jetzt der Plan gewesen oder wie oder was? Der muss doch hier irgendwo sein. Der war doch hinter mir. Ey, weh, das ist ein Bug, ey. Kurz hier beim Essen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass er jetzt einfach weg sein soll. Da ist er. Hui, ist mir kurz warm geworden. Hier ist ein zerrissenes Stück Pergament. Sehr gut. Dies ist die andere Hälfte der orkischen Spruchrolle. Sehr gut. Was fangen wir jetzt mit diesen beiden Stücken an? Die beiden Hälften passen zusammen. Doch ich kann die orkischen Zeichen nicht übersetzen. Warte mal. Das ist interessant. Also ich kann diesem Ort beim besten Willen nichts Interessantes abgewinnen. Schweig! Und betrachte die Runenornamente in dieser Höhle hier. Das sollte ausreichend Material geben, um die geteilten Pergamenthälften zu übersetzen. Das ist es. Es handelt sich um einen Teleportzauber. Er scheint aber nur an einem gewissen Ort seine Kraft entfalten zu können. Seltsam. Mhm. Alles klar, das heißt, es wird nur noch Schacht Numero 3. Und wir waren gespannt, wo uns dieser Teleportzauber hinbringen wird. Wenn der nur irgendwo funktioniert, vielleicht zum Schläfer. Ist das ein normaler Ork? Also ein Ork-Jäger, der sieht irgendwie anders aus, ich weiß auch nicht. Ach, Moment, ich kann ja... Okay, das ist, ich will mich jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber er ist bestimmt stärker. War schon ein bisschen Respekt vor dem, war. Scheiße. Es kommt da ein Orkjäger. Okay. Alter, haut der rein. Was zum Teufel? Hab ich irgendeine krasse kannst nicht nehmen. Oh, das ist echt effektiv. Nicht. Nein, es hat ein Hit gefehlt. Nein. Fuck, Alter. In einem anderen Spruch. Zauberspruch. Licht. Heilung. Feuerball. Feuerball hört sich stark an. Hier ist kurz noch zwei Bärchen. Oder ein paar mehr. Okay, fünf. So.
jetzt den aufladen oder so. Das hat weh getan. Ha. Wie krass, es ist effektiv. Okay, merken, Orks schwach gegen Feuerball. Beziehungsweise Ork-Krieger. Naja. Oh, es sind zwei. Das habe ich nicht gesehen. Die standen auch ineinander. Nicht du, den... Oh. Ja, sag jetzt. Ja, jetzt sind mittlerweile gar keine Probleme, ey. Einfach nichts können. Gut, jetzt durchsuchen wir mal unseren Kollegen, ja? Krusch Urok, das muss doch stark sein. 55. Waren die da schon immer? Der hat nichts dabei. Ich hätte sagen, dafür uns erstmal den hier vor, weil ich will nicht in der Mitte langlaufen, wenn hier vielleicht noch mehr sind. Okay, die Ecke ist safe. Wenn die Ecke safe ist, kann ich hier erstmal das Zeug einsammeln. Ist das dann noch einer lauert da. Ich bin gern zu rumlaufen. Boah, was eine riesen Reichweite das Ding hat. Tausendmal besser als dieser Drecksgitterhammer. So. Okay, da ist nichts. Aber das Ding hier, das sieht doch so aus, als wenn das hier irgendwas hat. Ich meine, das ist doch. Oh. Ich laufe mich zu. Geht ab. Dieser Ort hat eine besondere Ausstrahlung. Die Ausstrahlung des Verborgenen. Diese Halle erinnert mich an das Bild aus der Vision. Die Vision. Wir sind unserem Ziel sehr nahe. Sag ich doch, das ist krass hier. Wo will er jetzt hin? Ich werde vor allem erstmal ein paar Bären essen hier. Krass, wie wir sind. Vielleicht kann man jetzt da hinten eine Runde ab, okay. Ich schon, wenn wir da oben hochkommen, was wir dann finden, ey. Hinter dieser Wand! Das muss es sein! Meine magische Kraft ist noch immer geschwächt. Benutze den orkischen Teleportzauber hier vor dieser Wand. Okay, ja, okay, die sieht schon sehr verdächtig aus. Gut, aber ich habe keinen Mana mehr. Ich muss erstmal irgendwas essen oder trinken, was mir Mana wieder gibt. Ja, Blutbuchen, die hören sich irgendwie wichtig an. Hier, Rahmkraut haben wir ohne Ende. Bin ich. Hier ist die Tür. Hier ist eine Wende. Okay.
Also. Komm, Meister, hier. Komm lang. Ja. Du hast den verborgenen Ort gefunden. Meine Instinkte haben mich nicht getäuscht. Und hier liegt die Antwort auf die rätselhafte Anrufung des Schläfers? Sieht mir eher nach einer weiteren Grabkammer aus. Wir müssen weiter. Geh voraus, ich folge dir. Klar, kein Problem. Raum Nummer 1. Gibt uns was? Mondschatten, den wir gerade verschwendet bzw. verbraucht haben. Verschwendet ist es ja nicht. Speichern. Ach, hier ist ja gar nichts. So aus, wenn noch was wäre. Okay. Was ist da rum? Boah, ist ja dunkel. Stein. Nein, das darf nicht wahr sein. Hier gibt es nichts außer Staub und Gebeinen. Nein! Meister, sprich zu mir! Schläfer, offenbare dich! Nein! Das war's. Jetzt ist er völlig übergeschnappt. Das ist alles nur deine Schuld. Deine unheilige Präsenz hat den allmächtigen Schläfer erzürnt. Jetzt muss ich für dein frevelhaftes Verhalten büßen. Ich werde unserem Meister ein Opfer darbringen. Ein Menschenopfer! Bestimmt wird er mich dann erleuchten und zu seiner rechten Hand machen. Stirb, Ungläubiger! Ah! Was Teufel? Ganz ruhig, Opa. Verpiss dich, du kannst mir nichts tun. Ich bin viel zu stark für dich. Was? Du machst mir keinen Schaden. Boah, Alter, das ist gut. Halt dein Maul. Ich will erstmal das alles wegnehmen. Ja, okay, der hat nichts. Und was ist jetzt hier? Ist das Todbringer? Was ist da? Ach, da ist ein Skelett. Kennt man ja nicht. Todbringer, lächerliche 48 Schaden. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Oder, okay, ich glaube, es gibt keinen anderen Weg, also. Tut mir leid, aber er greift mich nur noch an. Da der eh jetzt so ein bisschen verrückt geworden ist, bin ich mal der Meinung, dass wir ihn jetzt von seinem Leid erlöst haben. Nichts, es ist einfach eine Wand aus Schwarz. Ah, Höllenpilze, natürlich. Eine Hoffnung von dahin ist, aber Höllenpilze gibt's immer noch. So, ich bin jetzt, also wir fassen mal zusammen. Wir sind hierher gekommen, haben Horden an Orks getötet, zum Abschluss ein Orkrieger getötet und bekommen was? Ein Baal, den wir retten sollen, der aber dann verrückt wird und uns umbringen möchte. Davon abgesehen, dass es hier keine wertvollen Sachen gibt, keine Schätze, kein gar nichts, nichts, einfach überhaupt nichts, außer die paar Tränke am Anfang. War alles, was wir hier gefunden haben, wertlos. Das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen Wert hat, sind diese komischen Schwerter von den Templern, aber die gehören ja eigentlich nicht zu der Höhle. Warum? Ich weiß, weil hier... in der Version dieser Ort drin war, aber was will das? Warum macht der Schläfer so eine Vision? Und lässt die sozusagen alle in ihr Verderben laufen? Ich meine, hallo, geht's noch? Soll denn das? Scheiß Gott. Aber ich denke mal, so ein Flaggermenschen, die werden schon wissen, warum der das macht. Ich meine, anscheinend hat er für alles einen Grund.
aber ich bin ja mal gespannt. Also das ist wirklich interessant, die Geschichte jetzt. Hier ist alles noch tot. Oh, die sieht aber schön aus, die Barriere. Ich sehe trotzdem wenig. Ich denke doch daran, dass ich am Tag aufnehme und hinter mir die Sonne ins Fenster scheint und ich wenig auf dem Bildschirm erkenne. Okay, aber ist doch logisch, oder? Kuangare, bla bla. Gut. Dann gehen wir mal zurück zu Koanga. Der müsste immer noch über Iberia wachen. Wenn Iberia noch da ist und nicht wieder gechillt auf seinem komischen Steinhocker sitzt. In seinem komischen Haus da, wo andauernd Flaps abschmiert. Wenn ich da nur durchgehe. Hoffentlich muss ich da nicht rein, ey. Wenn ich wieder 4 Milliarden Folgen zusammenschneiden. Das sind ja die folgenden Videos. Kannst du dich mal bitte abrollen? Das ist hammer nervig, wenn du die ganze Zeit immer nur so komisch machst. Ja, das ist scheiße. Nicht machen. Nicht machen. Gut, dann hör halt nicht auf mich. Gut, dann blick dich. Boah, ich sehe so wenig, wa? Es ist dunkel. Ich bin jetzt eine Runde, ey, mir scheißegal. Hey, du! Shut up. Da liegt hier halt hin. Machen! Du wolltest das so. Du weißt ja doch, was gut für dich ist. Was machst du? Oh, ey, ich kann nicht pennen. Warum nicht? Mich erstmal zu Fortuna. Was? Aua! Ist toll, das. Vielleicht kann ich mit dem reden. Talos. Nein. Talos möchte nicht mit mir reden. Hä? Hä? Aua! Nicht! Nicht auf mich schießen! Weil ich in dem Haus war oder wie? Boah, jetzt übertreibt halt nicht gleich. Hier, ich bin ein wichtiger Mann, ich muss hier alles regeln. Moment. Das würde ich so sein, sollte, dass ich jetzt angegriffen werde, dann lade ich aber nochmal. Ich schlafe mal einen Tag, wenn das dann nicht gut ist mit dem Kollegen da. Dann was soll ich machen, dann muss ich wohl laden. Dein Mist hier. Hier interessiert zum Beispiel überhaupt kein Objekt hier. Ach, egal. So, ausgeschlafen. Das ist alles wieder Paletti hier. Oder? Weil ich will jetzt nicht andauernd, wenn ich da langlaufe, von dem mit seiner Drecksarmbrüste meine gewischt bekommen, ey. Das ist doch voll geil. Okay, wenn ich wüsste, wer das ist. Der am Tor, ne. Anscheinend, ich speichere mal lieber hier. Was ist das denn? Oh Gott, eine alte Mine, ist ja, boah, Jahre. Jahrzehnte schon her. So, Koanga, ich habe jetzt noch eine Nacht gepennt, mich ausgeruht. Was hast du denn jetzt gerade umgekippt? Der Iberion ist gerade umgekippt. Mama. Das ist schwer, ey. Ich war am Orkfriedhof. Dort gibt's nichts. Kein Schläfer, kein Zeichen, gar nichts. Was ist mit Balukor und den Templern? Sie sind alle tot. Tot? Aber warum, was ist dort vorgefallen?
Im gesamten Höhlensystem wimmelte es von Orks. Sie haben alle Templer getötet. Baal Lukur und ich, wir haben überlebt. Aber auf einmal drehte Baal Lukur völlig durch. Er schrie, der Schläfer hätte ihm befohlen, mich zu töten. Und das wollte er dann auch tun. Offensichtlich kam er mit der großen Enttäuschung, nichts gefunden zu haben, nicht zurecht. Ich glaube nicht, dass der Einfluss des Schläfers solch grausame Taten verursacht. Es darf nicht. Darf nicht. Egal. Die Hauptsache ist, dass Baal Lukur in seinem Wahn keinen Erfolg hatte. Iberion ist nun unsere einzige Hoffnung. Der Quatsch wird viel. Okay. Wie steht es um Iberion? Er wird nicht von alleine erwachen. Und er wird immer schwächer. Ich weiß, wie ich ihn wach bekommen kann, aber dazu brauche ich deine Hilfe. Was ist zu tun? Besorge mir die Heilkräuter aus dem Sumpf. 5 von der stärksten Sorte sollten genügen. Und bitte beeile dich. Heilt sie vielleicht schon. Das passiert mir nicht nochmal. Wo findet man solche Pflanzen? Suche im Sumpf hinter dem Lager. Du musst sehr tief hineingehen, aber pass auf, dass dich die Sumpfhaie nicht erwischen. Und jetzt verliere nicht noch mehr Zeit. Geh! Warte, da waren noch andere Fragen. Wie werde ich... Du musst deine Zeit lang... Nein, das wollte ich gar nicht fragen. Wie kann ich diese Kräuter erkennen? Sie sehen aus wie ein Stern und tragen 8 grüne und orangefarbene Blätter. Nun geh aber los. Ich habe noch nicht genug Heilkräuter gefunden. Vielleicht hat auch Fortuno, der Kräuterhändler, zurzeit einige davon in seinen Regalen. Beeil dich, ich brauche 5 Stück. Iberion bleibt nicht mehr viel Zeit. Okay, wir halten fest, es soll schnell gehen, ja? Es soll sehr, sehr schnell gehen. Iberion, der Anführer, der geistliche Anführer des Sumpfangers, geht sehr schlecht, ja? Und der will mich erst in den Sumpf schicken, bevor er mir sagt, ja, hier der Kräuterhändler hier links um der Ecke, ja? Um die Ecke, ja? Der hat das Gleiche, weißt du? Nein, ich verhandle. Ich will... Was will... Deine krasseste Kräuter will ich, ey. Kann eine gute Ware geben, wie wär's denn mit dem Götterhammer? Nee, kann der nicht bezahlen. Low Bob. Wow, 920. Ich sag nie wieder, ich bin nicht flüssig. So. 1000 Ork-Waffen dem Typen angedreht, ey, die dem gar nichts bringen, weil die voll wertlos sind. Im Vergleich zu den Sachen, die schwächer sind, aber mehr kosten. Wie den Todesbringer, den Todbringer. Was ist mit dem? Der kippt andauernd um. Hat sich gerade hingestellt. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich habe die Heilkräuter für Iberion. Gut gemacht. Als du unterwegs warst, ist Iberion kurzzeitig erwacht. Hat er was gesagt? Ja, er sagte, dass der Schläfer nicht der ist, für den wir ihn halten. Wir dürfen nicht weiter versuchen, ihn zu erwecken. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass es noch nicht zu spät für Iberion ist. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Iberion ist tot. Unser geistiger Anführer ist von uns gegangen. Selbst deine schnelle Hilfe konnte seinen Tod nicht mehr verhindern. Was jetzt, Koangar? Ich habe Iberion immer vertraut. Kurz bevor er starb, legte er all seine Hoffnungen in den Ausbruchsplan der Wassermagier. Dann sollten wir die Wassermagier bei ihrem Vorhaben unterstützen. Sie werden den Fokus und den Almanach benötigen. Beides befindet sich noch in Kor Kaloms Besitz. Wo ist Kor Kalom? Er ist mit einigen Templern völlig zornerfüllt aufgebrochen, um einen eigenen Weg zum Schläfer zu finden. Verdammt, wie sollen wir jetzt an den Fokus kommen? Ich schätze, er ließ Buch und Fokus in seinem Labor zurück. Hier ist der Schlüssel für seine Truhe. Okay. Einen Moment noch. Ja? Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Damit kannst du dich jederzeit schnell und bequem auf unseren Tempelvorplatz teleportieren. Ich danke dir.
Endlich. Endlich. Ein Teleportstein. Ist das geil. Ein Teleportstein. Endlich muss ich nicht mehr diese ewig langen Strecken laufen. Beziehungsweise doch muss ich schon, aber jedenfalls nicht mehr zum Dumpflager. Da kann ich mich jetzt teleportieren. So ein Korkalum hat sich also jetzt verpisst, ja. Den fand ich aber schon ein bisschen. Der hatte so ein bisschen was. Ja, er war ein bisschen evil halt, ja. Hat schon ein bisschen gecheckt. Welche ist denn jetzt welche? Ah. Sehr gut. Zwei Foki. Ne, einen Foki. Ein Fokus. Und ein Almanach. Gut, das heißt jetzt auch zu den Wassermagiern. Komm ich da überhaupt hin? Okay, ich durfte immer nicht durch. Ja, reicht. Nun gut. Bewegen wir uns jetzt im Vorwärtsrollrhythmus, ja, zum neuen Lager. Aber ich hoffe, da kriegen wir dann auch den Drecksteleporter. Wie viele Dings haben wir jetzt eigentlich? 10. Boah, lächerlich. Eine Stufe gestiegen. Eine lächerliche Stufe. Wir brauchen 40 für die nächste Stufe, ey. Boah. Sind wir so 40 Lernpunkte für die nächsten zwei Händler da. Gedöns. Scheiße, ey. Störgeräusche sind toll. Moment mal. Wir haben eine krasse Axt. Eine krasse Rüstung. Ein krasser Typ. Ich glaube, wir versuchen jetzt mal den Schattenläufer. Aha. Ja, wir machen Schaden. Wie, ich hab den nicht getroffen, würde mich verarschen? Wie soll ich den denn treffen? Der lässt sich ja nicht treffen. Sagt mir wie! Ich greife ihn an. Auch wenn er mich geschlagen hat und ich treffe ihn nicht. Nicht mehr jetzt habe ich ihn getroffen, das ist ein Scherz. Der cheatet halt. Der hackt halt rein. Was soll ich machen? Über CSGO, ey. Was soll ich machen? Ich kann ihn nicht treffen. Ich versuch's jetzt nochmal, aber. Nicht mal jetzt habe ich ihm Schaden gemacht. Das ist mir jetzt schon wieder ein bisschen unfair. Ich finde dieses, wenn die über die zurückgehen, bekommen sie keinen Schaden. Das ist doch voll viel Arsch, ey. Oh ja, mein Gott, ey.
Das finde ich ein bisschen unfair. Aber naja, mich fragt keiner nach meiner Meinung. Das habe ich so trotzdem gesagt. Na egal. Hoi, ich spring verrückt. Ich hoffe ja, dass wir, wenn wir alles verkaufen können. Ich werde jetzt direkt zu Cavalorn gehen, ja, weil der hat ja richtig viel Knete. Dass wir da was verkaufen können, nämlich zum Beispiel den Todbringer und den Götterhammer für 1000 Erzbrocken oder so. Und dann uns eventuell die schwere Söldnerrüstung holen können. Oh, wie fett wird das denn? Das wäre richtig nice. Nice, ja, so wie man spricht. N-O-I-C-E, nice. Nicht wie lernen, nein. Wie nice. Jetzt bin ich mal gespannt, wo uns die Geschichte hinführt, denn ich weiß irgendwie. Also, es gibt ein paar Wege, wo ich irgendwo nicht lang konnte, weil das so krasse Viecher sind. Zum Beispiel das Ork-Gebiet, aber ich weiß nicht, soll ich echt ins Ork-Gebiet? Weil das, ne, wisst ihr Bescheid. Das ist das Ork-Gebiet. Das Ork-Gebiet, wir wissen krass, weil da Orks sind. Wir haben vorhin gegen einen Ork hier gekämpft, ja. Ich meine, wenn da nur so Ork-Krieger abgammeln, ja, dann geht das vielleicht noch. Aber wenn da Ork-Krieger in Massen auftreten, ja, nicht in Maßen, dann... Tja. Dann weiß ich es auch nicht. Ja, friss erstmal. Zeig mir deine Scheißware. So, mein Freund. Wie viel hast du denn? Du hast ein bisschen. Yo. Yo. Also ich kann es aber nur für die Hälfte verkaufen, ne? Ich mach mal alles rein erstmal. So. Was brauchen wir alles nicht? Ist alles scheiße. Einen Bogen behalte ich mal noch, falls ich den mal nehme. Mit der Magie. Wow, der macht echt 1000. So. Bestimmt 1900 Erzreicher. Der macht seinen Mund nur ganz groß auf. Also, falls wir nochmal Geldnot haben, wir haben keine Geldnot, wir haben so ein paar Scheißringe, die nicht viel machen, aber krass teuer sind. Oh ja, oh ja. Da vorne hockt Aiden rum, mit dem wir nur interagieren konnten, weil er uns was beibringen konnte. Wir haben alles gelernt, alles cool und deshalb müssen wir nicht mehr zu ihm hin. Jetzt wird das Spiel schon ein bisschen storylastiger. Es wird langsam, es wird. Am Anfang waren ja erstmal so, erstmal Nebenquests machen ein paar. Jetzt ist es wirklich erstmal die Hauptquest im Vordergrund. Ich finde auch gar keine Nebenquests mehr, beziehungsweise ich rede auch gar nicht mit den Leuten, aber ganz ehrlich, was sollen die mir schon sagen noch, hm? Was? Was sollen die mir schon sagen? Darf ich ein paar Small geben? Ach nee, komm. Ich wollte mich da lieber raus. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Ist das nicht? Ist das nicht? Komm. Doch, ist er. Ha, du bist es.
Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir erzählt, was du dort alles vollbracht hast. Für jemanden, der noch nicht so lange hier ist, hast du es schon weit gebracht. Es hat oft nicht viel gefehlt und ich wäre als Futter für die Würmer geendet. Ich habe eine wichtige Botschaft für die Wassermagier. Dann sprich am besten gleich mit Saturas. Er ist der oberste Wassermagier und studiert den ganzen Tag irgendwelche Schriften. Aber egal, wie wichtig die Botschaft auch ist, die Wachen zur oberen Ebene werden dich nicht zu ihm durchlassen. Kannst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ich nicht, aber Kronos, der Hüter des Erzes, kann dir vielleicht eine Erlaubnis erteilen. Klar. Wo finde ich diesen Hüter des Erzes? Wenn du von hier weitergehst, stößt du nach dem Damm auf die große Wohnhöhle. Kronos hält sich normalerweise am Gitter über dem großen Erzhaufen auf. Aber er ist ein wenig arrogant. Du wirst ihn überzeugen müssen, dass deine Botschaft wichtig ist. Bis später. Ich denke mal, dass Sibirion tot ist, ist Grund genug, oder? Ich weiß ja nicht, ich denke schon. Ich habe doch immer noch diesen komischen Brief für den obersten Feuermagier, den wir von Anfang an dabei haben. Aber ich komme nicht zu den Feuermagiern. Was soll ich machen? So, und wir gehen jetzt zu Kronos, ja, einen Titanen. Ist natürlich kein Titan, es ist ja wieder des Erzes und rennt hier rum. Na komm. Ich bin jetzt einer von Lares Leuten. Hast du eine Nachricht für die Feuermagier, die ich überbringen könnte? In der Tat, aber du brauchst das Zeichen eines unserer Boten, sonst lassen dich Gomez Schergen nicht in die Burg. Hier, nimm Brief und Zeichen und nun beeile dich. Okay, jetzt können wir dahin. Gut, dass wir mit ihm sprechen müssen. Ich habe wichtige Nachrichten für Saturas. Was könnte schon so wichtig sein, dass unser spiritueller Anführer seine wertvollen Studien dafür unterbrechen sollte? Tja. Korkalom hat die Bruderschaft verlassen. Das ist schon krass. Korkalom hat mit ein paar fanatischen Templern die Bruderschaft verlassen. Er will unbedingt den Schläfer auf eigene Faust finden und ihn erwecken. Ich habe ihm noch nie getraut. Zweiter Guru hin oder her. Er ist verblendet, hinterhältig und zu allem fähig. Sicher ist die Bruderschaft ohne ihn besser dran. Ich werde Saturas bei... Kann ich da mal vorbei? Hallo? Nein, es ist noch was Wichtiges passiert. Iberion ist tot. Das ist auch wichtig. Iberion, der Anführer des Sektenlagers, ist tot. Was? Wie konnte das geschehen? Die Bruderschaft führte ein Ritual durch, eine Anrufung ihres Gottes. Die mentalen Anstrengungen waren wohl zu viel für Iberion. Das ist sehr traurig. Iberion war ein zuverlässiger Verbündeter. Aber es rechtfertigt nicht die Störung der Studien von Saturas. Kann ich da mal vorbei? Hallo? Okay, dann ist es das Letzte. Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämonen anbeten. Sie halten ihren Schläfer jetzt plötzlich für einen Dämonen. Hört sich nach einer weiteren Verworrenheit der Bruderschaft an, aber sollten sie recht haben, könnten wir alle hier in der Kolonie in großer Gefahr sein. Das musst du sofort Saturas berichten. Er muss entscheiden, was zu tun ist. Wo finde ich Saturas? Begib dich zur obersten Ebene. Sage den Wachen dort, du hast meine Erlaubnis zum Passieren. Die Parole lautet Tetriandoch. Saturas findest du beim großen Pentagramm. Er gibt sich dort fast den ganzen Tag seinen Studien über die Sprengung des großen Erzhaufens hin. Kann ich da mal vorbei? Tetriandoch. Okay. Tet. Ja, doch. Davor ja, natürlich. Zuli. Und suchen, ob wir die schwere Rüstung bekommen können. Sehr geil. Verlass dich auf. Damn. Hallo. Ich brauch die Rüstung. 2100 Kegel. So reicht mir dann doch wieder. Aber es fehlt nicht viel. Darum gehe ich jetzt zu Wolf.
Aber behalte es für dich. Ich weiß, dass er was verkauft. Ich glaube kaum, dass ich da was erinnern wird. Da kann man da hier ab. Jo, da ist er. Aber als für dich, man muss ja nicht gleich wieder wissen. Handel zu... Ich kauf... Oh, er hat Money, er ist Money Boy himself, oder wie? Gut, da haben wir schon mal 104, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Ich kann die eher nicht verkaufen, das ist, glaube ich, noch ein bisschen wichtig. Und wir haben ja noch hier den ganzen Shit, kein Mensch braucht. Voll, den behalte ich. Über 1000 mit so ein paar lächerlichen Ringen, ey. Ja gut, also es kann schon sein. Klar kann es sein, aber es ist doch lächerlich. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Ich muss jetzt 3000 haben. 3017, geil. Moment. Handelt. Ich kann. Hast du auch Waffen? Gute Waffen. Nein, er hat nur Bögen. Aber Bögen sind scheiße. Bögen können nicht. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Auch klar, dass es Ärger gibt. Alles passt. So, wo ist die? Hallo! Gib mir die Scheißrüstung. Die Rüstung? Gib mir die schwere Rüstung. Du bist noch nicht so weit, die schwere Rüstung zu tragen. Wenn ich erfahrener geworden bin, ich war im Orkfriedhof und habe mehrere Orks umgeklatscht. Ach, vergiss es, ey. Na gut, Tetrian doch. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren! Tetrian doch, Tetriandoch. Die Parole lautet Tetriandoch. Ah, das stimmt. Du kannst passieren. Sehr gut. Was macht er da für Crankshit? Der Welle surfen? Nehmen. Zauber aus. Geht's hoch? Doch. Oh. Jetzt geht's ab. Krass, Alter, wenn ich jetzt klatschen könnte, ja, ich würde klatschen, weil ich mal einfach so. Oh, naja, Zauber. Geil, kannst du noch mehr? Und irgendwie alles zweimal, das heißt, theoretisch müsste jetzt was kommen. Was ist denn jetzt? Nee. Na gut. Saturas. Sei gegrüßt. Hi. Ich habe wichtige Neuigkeiten aus dem Lager der Bruderschaft. Wenn dir Kronos die Erlaubnis gab, mich aufzusuchen, müssen es in der Tat wichtige Nachrichten sein. Iberion ist tot. Er starb bei einer großen rituellen Anrufung des Schläfers. Iberion tot? Das sind schlechte Nachrichten, sehr schlechte Nachrichten. Wer hat die Führung der Bruderschaft übernommen? Dieser machtgierige, verschlagene Chor Kalom? Nein. Kalom hat der Bruderschaft den Rücken gekehrt. Er hat einige Templer mitgenommen. Niemand weiß, wohin sie aufgebrochen sind. Warum das? Er war doch der zweite Mann nach Iberion. Gewisse Ereignisse haben die Gurus davon überzeugt, dass der Weg ihres Gottes der falsche ist. Er scheint ein Erzdämon zu sein, der nur Böses im Schilde führt. Einer der Gurus hat mich unter dem Einfluss des Schläfers fast umgebracht, obwohl ich eben diesem Mann kurz zuvor das Leben gerettet hatte. Chor Kalom war der einzige Guru, der die wahre Natur der Höllenkreatur nicht sehen wollte und hat daher das Lager im Sumpf verlassen. Ich verstehe. Nun, das ist Glück im Unglück, denn Chor Angar ist ein guter Mann. Hart, aber ehrlich. Wenn jemand den Zerfall der Bruderschaft nach dieser spirituellen Katastrophe verhindern kann, ist er es. Gut. Ja. Ich habe diesen Almanach hier. Iberion hatte ihn benutzt, um den Fokus aufzuladen. Sehr gut. Wir benötigen das Wissen aus diesem Buch, um alle 5 der ursprünglichen Fokussteine aufzuladen.
Ich werde den Almanach an mich nehmen. Gut, dann habe ich ja noch einen Fokus. Ja? Ich habe diesen Fokus hier. Du hältst einen der Schlüssel für die Zerstörung unserer aller Fesseln in Händen. Es handelt sich um einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe die magische Barriere erschaffen wurde. Und mit der fokussierenden Kraft genau dieser Steine werden wir die Mauern aus Energie auch wieder niederreißen. Aber kostet das nicht unglaublich viel magische Energie? Richtig, doch wir haben über all die Jahre unermüdlich Erz gesammelt, anstatt es mit unseren Kerkermeistern gegen Annehmlichkeiten zu tauschen. Wie du sicher schon weißt, enthält jeder Erzbrocken etwas magische Energie. Mit Hilfe dieser Energie, die in unserem großen Erzhaufen schlummert, können wir die magische Barriere in Fetzen sprengen. Das hört sich gefährlich an. Die Explosion wird rein magischer Natur sein und wird ausschließlich alles magisch Veränderte innerhalb der Barriere zerstören. Für uns Menschen besteht keine Gefahr. Hier, nimm den Fokus. Hoffentlich hilft er dem Plan mit dem Erzhaufen auch wirklich. Jo, hoffentlich. Was machst du jetzt mit Fokus und Almanach? Nichts. Wir benötigen vorher die 4 restlichen Fokussteine. Dummerweise befindet sich kein einziger dieser 4 magischen Steine in unserem Besitz. Das ist echt scheiße. Ich bin bereit, diese 4 Foki für euch zu suchen. Schließlich will ich auch hier irgendwann wieder raus. Ich muss dich warnen, die Suche wird gleichermaßen schwierig und gefährlich. Da die Spannungen mit dem alten Lager immer stärker werden, kann ich hier auch keinen der Söldner entbehren. Du wärst ganz auf dich alleine gestellt. Naja, das ist nun wirklich nichts Neues. Ich werde diese Dinger schon irgendwo auftreiben. Deine Zuversicht ehrt dich, aber du wirst einige Gegenstände benötigen. Nimm diese Karte hier. Sie ist alt, aber auf ihr sind die ursprünglichen Standorte der Fokussteine während der Erschaffung der Barriere verzeichnet. Darüber hinaus sollte diese Spruchrolle dir eine schnellere Reise zurück in unser Lager ermöglichen. Zu guter Letzt sprich mit Riordian. Er braut die Tränke für das Lager. Du findest ihn in seiner Hütte, hier auf der obersten Ebene. Alles klar. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Das ist ja ein toller Tipp. Ja, Riordian. Ja, das. Was für ein Mofo, ja? Bin ich eigentlich? Kann ich mal erklären. Sei gegrüßt. Er hat irgendwie die gleiche Stimme, ich weiß nicht. Satoras schickt mich. Ah, komm näher. Ich bin bereits informiert. Hier, nimm diese Tränke. Da ist von jedem was dabei. Nun geh und bring uns die Fokussteine. Diese Artefakte sind unsere einzige Hoffnung. Hit. Jetzt was bekommen. Oh ja, oh. Und plus 3 Geschädiger drin, trinkt doch direkt. Ermöglicht Sprinten. Stärke nehme ich auch gern mit. Aber na, jetzt will ich doch wohl diesen Dings machen können, oder nicht? Ich will jetzt diese schwere Söldnerrüstung haben. Es war doch klar, dass es Ärger. Hallo! Die Rüstung. Gib mir die Schwede. Du bist noch nicht so. Immer noch nicht. Ich muss erst diese Drecksfokussteine finden, damit ich das kriege. Das ist doch wohl lächerlich. Ich halte mich da lieber raus. Oh. Speed, man. Speed, speed, speed. Jetzt gucken wir aber erst einmal. Ja, man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Fokus kaufen. Wir befinden uns da. Okay, das eine, ich würde sagen, wir gehen erstmal. Doch ich weiß sogar, wo es dahin geht. Und was kann ich mir denken, weil ich da noch nicht hochgegangen bin. Ich muss aber irgendwann. Das darf ich echt nicht vergessen. Ins Dings. Das alte Lager. Denn da kann ich jetzt hoffentlich endlich ich könnte den Brief abgeben.
2000 hatte. All diese scheiß Götterhammer, ey. War nicht besonders scharf. Wenn du meinst. Hops. 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 Was sollten wir denn da jetzt? Die alle fünf zu sammeln? Wir kennen ja einen schnellen Weg hier runter. Jo, und... Jo. Hey, ja, denn mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es, wenn wir hier rauskommen, direkt rechts hoch geht. Dass wir da zu dem Fokus kommen. Das bin ich mir ziemlich sicher. Denn, da war ich noch nicht. Ich bin hier im ganzen Let's Play noch nicht einmal hochgegangen. Ich kann trotzdem nochmal gucken. Jo. Wenn wir dem Weg folgen, werden wir da irgendwann zwangsläufig hinkommen. Bergmoos. Geil. Nur ein bisschen Angst, dass hier für Kreaturen lauern. Oh. Diese komischen Viecher, ey. Hallo? Okay, er sieht mich. Gut, dass mich nur der eine sieht, aber fall bitte nicht runter. Ich will deinen Erfahrungspunkt haben. Sehr gut. Der ist wie dieser Beißer. Ähnlich langsam. Wow, das ist hier so ein Dino, ey. Der gibt doch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Ich glaube, die sind ein bisschen stärker. Ach, jetzt so. Vermute ich jetzt mal. Ja, komm her. Der hat ja nur eingetriggert. Fantastisch. Oh, wie der hier ist, ey. Wir gehen ja Jahre. Und ich würde eigentlich ungern jetzt irgendwie einen Heiltrank nehmen, nur weil ich jetzt durch Dummheit da hochrenne und die mir Schaden machen. Das wird so ein bisschen knifflig. Ich habe das Gefühl, die stehen direkt nebeneinander. Das heißt also, die kommen beide an. Ne, kommen sie nicht. Der eine steht weiter vorne. Der wird nicht getriggert da hinten. Hi. Er geht noch ein Stückchen hinter. Sehr gut. Dann checkst du nicht mal, wann dein Kollege stirbt. Komm schon näher, näher, näher. Komm dir entgegen sogar. Jo, ey. Dich hol ich mir jetzt so. Dunkle Höhle. Gehen wir doch direkt rein. Riesen-Chinsamen. Was ist das denn? Bluthund. Ja, Mann. Und da ist die Stufe unser. Ein Ring. Und ich wieder irgendein Bullshit. Dafür aber sehr viel wert. Jetzt haben wir noch die Pilze ein. Die Seraphis da vorne. Und dann haben wir die Folge auch schon geschafft. Was heißt schon? Das ist jetzt eine Stunde durchgezockt am Stück. Und ihr konntet gucken, ey. Hallo, was habt ihr denn für ein Leben einfach? Das ist jetzt eine Stunde
meinem Gameplay und meiner schönen Stimme lauschen, ey. War das arrogant? Habe ich das von arrogant gehört? Nein, ich bin nicht arrogant. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao.